Wir werden anhand dieses Taschenrechners diese Determinante berechnen. Dazu geht man wie folgt vor. Zuerst geht man ins Menü, also tippe ich auf die Taste Menü. Tipp. Jetzt fahren wir entweder mit den Kursortasten bis zum Feld 4 der Matrizen oder wir tippen einfach die 4, was ich hier mache. Tipp. Wir werden jetzt die Matrix A definieren, also wählen wir die 1. Ich tippe auf 1. Tipp. Anzahl Zeilen, das sind 3, also wählen wir 3. Tipp. Anzahl Spalten, ebenfalls 3, also wählen wir wieder 3. Tipp. Hier ist die Matrix, das ist noch keine Determinante, hier wird zuerst eine Matrix eingegeben. Wir geben also die Matrix mit diesen Elementen ein. Erste Zeile 3, 2, 5. Wir geben ein 3, Enter, 2, Enter, 5, Enter. Zweite Zeile 6, 7, 2, 6, Enter, 7, Enter, 2, Enter. Und jetzt noch die dritte Zeile 9, 4, 3. 9, Enter, 4, Enter, 3, Enter. Alle Zahlen sind eingegeben. Was machen wir jetzt mit dieser Matrix? Dazu haben wir mehrere Optionen. Also tippen wir auf die Taste Optionen. Tipp. Wir werden mit dieser Matrix eine Rechnung machen. Also wählen wir die 3. Tipp. Was machen wir jetzt mit dieser Matrix? Wieder haben wir mehrere Optionen. Und hier fahren wir mit der Kursortaste um 1 nach unten, Tipp, und wählen hier die 2, weil wir ja die Determinante berechnen möchten, also tippen wir auf 2, Tipp. Von welcher Matrix möchten wir jetzt die Determinante berechnen? Dazu haben wir wieder mehrere Optionen, falls mehrere Matrizen eingegeben sind. Also müssen wir hier wieder tippen auf Optionen, Tipp, und wählen die Matrix A, also Nummer 3. Ich tippe auf 3. Tipp. Auf dem Taschenrechner ist es nicht notwendig, die Klammer hier zu schließen. Mathematisch ist das sauberer. So. Und jetzt brauchen wir nur noch die Enter-Taste zu betätigen. Tipp. Und schon steht die Determinante minus 156 als Antwort im Display. Wenn euch diese Erklärungen gefallen haben, dann könnt ihr dieses Video gerne liken. Und wenn ihr Lust auf mehr Mathematik habt, dann könnt ihr gerne in meinen YouTube-Kanal stöbern oder ihn sogar abonnieren. Ich freue mich über jeden Klick, über jeden Like und über jeden Abonnenten.